Charles, tu mir einen Gefallen und gib der Dame einen Befehl, ja? Keine Ahnung, was sie will. Niemand kann das Starbucks kontrollieren. Das reicht jetzt. Warum glaubst du, Debug-Modus initiiert. Bitte Befehl eingeben. Charles, tu mir einen Gefallen und gib der Dame einen... Was ich so programmiert habe? 10 LW, Corsée in der 4. Position. Arme lang in einer Allongée. Versuch eine andere. Attitüde? Versuch eine andere. Erste Arabesque. Versuch eine andere. Relevé in der 5. Position. Effacé. Arme oben und... Manchmal glaubst du, du holst deine Nemesis ein und sie ist bald zum Greifen nahe. Debug-Modus initiiert. Bitte Befehl eingeben. Ich verstehe das alles nicht so richtig. Willst du es mal versuchen, Charles? Tückisch dein wahrer Gegner. Attitüde? Nicht mal Setchenau versteht es wirklich. Ihr alle. Versuchen wir es mit einer anderen. Corsée in der 5. Position, Arme in der 3. Position. Öffne die Augen und sieh die Wahrheit. Versuchen wir es mit einer anderen. Warum kannst du das offensichtlich nicht sehen? Versuchen wir es mit einer anderen. Erste Arabesch. Ein zügelloser Narr. Versuchen wir es mit einer anderen. Corsée in der 5. Position, Arme in der 3. Position. So, das soll es theoretisch gewesen sein. Komm auf die Bühne, ja. Und blende unser Auserwählte. Das ist mal ein interessantes Rätsel gewesen. Sehr offensichtlich natürlich die Lösung. Wie die Ballerinas mit ihren Bewegungen die Menschen töten und das Blut spritzt. Da stellt sich natürlich die Frage, wie ist das Blut an die Wände gekommen, ne? Und warum hängen ständig überall Leute von Kabeln? Das sollte eine richtige Auf... Charles, warum nölt dieser Irre rum, dass Kollektiv uns alle umbringen wird? Das geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Könnte Kollektiv wirklich gefährlich sein? Natürlich nicht. Kollektiv kann nicht gefährlich sein. Schluss, aus. Nur sein Besitzer kann gefährlich sein. Du meinst seine Entscheidungsbefugnis? Ja, die existiert. Da gibt es keine zwei Meinungen. Der Alpha-Konnektor, mit dem man die totale Kontrolle über Kollektiv hat. Von dem gibt es nur einen. Das hast du doch selbst gesagt, oder? So ist es. Welchen Schluss ziehst du daraus? Solange Dr. Sechenov den Alpha-Konnektor hat, besteht für uns kein Grund zur Sorge. Ach ja? Natürlich. Dr. Sechenov ist so ehrlich, wie der Tag lang ist. Er ist ein Held der Sowjetunion, ein Genie, der unser Land zu dem gemacht hat, was es heute ist. Du kennst den Boss doch besser als ich, Charles. Ich hoffe aufrichtig, dass du recht hast. Was soll das denn heißen? Es heißt, dass in den letzten 24 Stunden zu viel passiert ist. All diese Ereignisse zwingen einen dazu, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Zum Beispiel? Überleg mal. Was wird passieren, wenn der Alpha-Konnektor in den Händen eines Mannes landet, der die gesamte Welt versklaven will? Das würde Dr. Sechenov nie zulassen. Molotow ist tot und sonst würde niemand ihm den wegnehmen. Und selbst wenn, könnte er vor Montag gar nichts ausrichten. Und danach wird er durch das gesamte Kollektivnetz geschützt. Vielleicht. Aber Dr. Sechenov wird auch jeden Aspekt des Sicherheitsapparats des Netzwerks kontrollieren. Ja, das stimmt wohl. Also ist dir auch klar geworden, dass Dr. Sechenov den Alpha-Konnektor nicht zerstören wird, nachdem Kollektiv gestartet wurde? Darum hast du gesagt, dass der Konnektor geschützt würde, richtig? Tja, vielleicht braucht er eine Entscheidungsbefugnis ja für seine brillanten Forschungen und so. Warum sollte das für seine Forschungen nötig sein? Würden die Menschen, die an Kollektiv angeschlossen sind, wirklich eine praktische Anfrage des Mannes ablehnen, der sie in die nächste Evolutionsphase katapultiert hat? Würdest du das, Genosse Major? Naja, ich meine... Ich finde es sehr schön, wie Charles seinen eigenen Erschaffer in Frage stellte. Petrov ist in der Nähe. Irgendwelche Vorschläge? Was deine Frage betrifft... Victor hat eine Reihe bedeutender Änderungen am Theater durchgeführt. Es wird nicht leicht sein, ihn zu verhaften,
selbst angesichts seines offensichtlichen psychischen Zusammenbruchs. Bereite dich sorgfältig vor und versuche, Vovas Angriffen auszuweichen. Was deinen eigenen Zustand betrifft, kann ich nur eins sagen. Na, na. Na, na? Was zu... was? Na, na, Major. Alles wird gut werden. Bist du darauf programmiert, das zu sagen, wenn jemand aus der Fassung gerät, du albernes Gerätchen? Dein Verständnis meiner Software-Algorithmen hat sich stark verbessert. Sehr löblich. Na, na. Wozu all die Kunst und all das Morden? Was führt die miese Ratte im Schilde? Ich habe eine Diagnose deines Körpers durchgeführt. Mein Zugriff auf bestimmte innere Komponenten ist blockiert. Hypothetisch könnte Petrov versuchen, mit diesen Komponenten zu interagieren, um dich zu beeinflussen. Wie du befindet er sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Was für innere Komponenten? Von leeren Bereichen, die vor meinen Diagnosealgorithmen verborgen sind. Es könnte sich um Polymer-Hohlräume handeln, die durch die wiederholte Nutzung der Fähigkeiten des Handschuhs verursacht wurden. Oder um Geschosswunden in deinem Kopf. Schöne Scheiße. Du glaubst, in meinem Schädel steckt eine Scheißkugel? Ich könnte eine tiefergehende Analyse durchführen. Aber das Diagnoseprogramm könnte Schmerzen, Erbrechen, Bewusstseinsverlust und anhaltende Migränen verursachen. Halt dich aus meinem Kopf raus, Charles. Wenn wir von der Mission zurück sind, lasse ich mich durchchecken. Aber kollektiv wird niemandem gehören. Dr. Sechenov wird es starten und dann sind alle gleich. Brillante Wissenschaftler wie er stehen über Machtkämpfe und solchem Zeug. Zugang gewährt. Welcher Mensch steht schon darüber? Mir sollte man sowas auf keinen Fall in die Hand geben. Ich würde es einfach nur wahllos missbrauchen. Ich würde angefühlt, das andere. Oh, cool. So, damit ist mein Elektro-Dings voll aufgerüstet. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so wichtig, aber der Rest könnte witzig sein. So, Moment, von da komme ich. Treppe hoch. Das ist der Eingang, ne? Oder? Ich meine, hier war ich noch nicht. Jetzt kriege ich wieder einen Elektroschocker rein. Oh nein, das ist die... Oh ja, ja, das, was ich mir dachte. Diese komischen Figuren mussten ja irgendwo eingesetzt werden. Ich hatte eine im Gang gesehen. Elender Scheißkerl. Hörst du das, Arschloch? Das war's. Da bist du ja. Ständig sitzt du mir im Nacken. Wo ist der Doc? Larissa, sie hat mit mir Schluss gemacht. Ich weiß nicht, wo sie ist. Vielleicht ist sie tot. Aber was ist mit Molotov? Er hat Sechenov doch nicht geglaubt. Molotov ist tot. Dann ergibt alles Sinn. Was ergibt Sinn? Kollektiv wird aktiviert und das bedeutet das Ende von allem. Was? Davon, dass Roboter kontrolliert werden sollten? Du hast doch das verdammte System erschaffen, Arschloch. Ich konnte doch wirklich nicht ahnen, was Sechenov damit vorhat. Im Gegensatz zu dir wollte er niemanden damit töten. Ach, wirklich? Und das glaubst du? Warum haben diese friedlichen Roboter dann all die Leute... Weil du sie umprogrammiert hast, deswegen! Meinst du das ernst? Ahnst du überhaupt, wie unglaublich lang es dauert, einen funktionsfähigen Algorithmus für einen einzigen Roboter zu schreiben? Und hier gibt es dutzende Modelle! Ja und? Der Kampfmodus!
Modus wurde ihnen schon während der Design-Anfangsphase einprogrammiert. Natürlich dachte niemand, dass er hier in der Sowjetunion aktiviert werden würde. Und zwar durch mich. Aber ich kann dir versichern, dass Setchinovs Pläne noch viel, viel schlimmer sind. Er muss gestoppt werden. Blödsinn! Ich hab genug von dem Scheiß. Du sagst mir jetzt sofort, wie man den Kampfmodus der Roboter beendet. Tut mir leid. Das wird nicht passieren. Doch wird es. Ich habe bereits alles in Gang gesetzt. Aufhören! Es wäre unser besonderer Tag gewesen. Ich wollte am Tag des Kollektivstaats um ihre Hand anhalten. Und es wäre hier in diesem Theater geschehen. Wie symbolisch. Pass auf, deine Hände! Gib dies, Larissa. Oh nein! Scheiße! Jetzt diese Puppen sind Killer. Nein! Verdammt nochmal! Ach, diesmal habe ich den Kopf verloren. Oh nein. Was machen wir denn jetzt? Du Scheiß, Witzbold. Diesmal bist du definitiv tot. Scheiße. P3 an Chillomé, bitte komm. Chillomé. Endlich! Hast du Victor? Petrov hat sich auf kreative Weise umgebracht und ich konnte ihn nicht aufhalten. Mist! Ist sein Kopf intakt? Ja, ich sehe ihn hier vor mir. Bewahr den Kopf sicher auf. Ich schicke einen Spezialbehälter. Leg ihn rein, der Rest läuft dann automatisch. Schon wieder falsch. Bitte. Und Selbstmitleid sind dein Schicksal. Was dafür extra eine Drohne kommt. Wenn ihr so weitermacht, wird es ein sehr einfacher Bosskampf. Hältst du das bitte mal für mich? Alter! The fuck? The fuck? Scheiße. Genosse Major, du... Nicht jetzt. Lass uns eine Weile schweigen, ja? Sergei, hast du Petrovs Leiche durchsucht? Hast du irgendwelche Goldringe gefunden? Nein, Petrov hatte nichts dabei. Sehr gut. Melde dich sofort im Pavlov-Komplex. Jawohl, bin schon unterwegs. Schönes Neuromodul.
bin mir ziemlich sicher, die Roboter hätten mich nicht aus dem Kreis gelassen. Oh, okay, da ist mein Aufgang. Das war der einfachste Bosskampf von allen. Einfach nur, weil ich den blöden Bot zersägen konnte, bevor er sich überhaupt bewegte. Alter. Die Ideen im Spiel waren eigentlich schon mal nicht schlecht. Wie ist dein aktueller Status, Genosse Major? Ich stelle einen Verlust an Konzentration und einen starken Anstieg an Emotionen fest. Mein Status? Ich raste gleich aus. Das ist mein verdammter Status. Ich hab's schon wieder verbockt. Victor ist tot und ich habe hier seinen Kopf in einem verdammten Glas. Und Sechenov findet nichts dabei. Kapiert? Nein, Genosse Major. Ich habe schon eine Menge Scheiße gebaut, ja? Aber einen menschlichen Kopf als Trophäe rumschleppen? Noch nie! Hast du den riesigen Roboter im Theater gesehen? Da war ein Kampfroboter. Im Theater, Charles. Aber weißt du, was mich echt zur Weißglut treibt? Nein, Genosse Major. Die Ringe. Die gottverdammten Ringe, die das Arschloch Petrov mir gegeben hat. Und weißt du, warum sie mich zur Weißglut treiben? Nein, Genosse Major. Ich? Auch nicht. Scheiße. Ist dir auch egal. Alles gut. Es geht mir gut. Es geht mir gut. Ah, wir gehen nach Pavlov. Irgendwelche Ideen? Pavlov ist ein Geheimkomplex in einem entlegenen Gelände der Anlage 3826 namens Sachalin. Bei den vielen Gegnern wirst du kaum zu Fuß dorthin gelangen können. Ich schlage vor, ein Transportmittel zu benutzen. Und, Genosse Major, jetzt wäre außerdem ein ausgezeichneter Zeitpunkt, dein Arsenal so gut wie möglich aufzustocken. Es kann nicht schaden, sich nach weiteren Testgeländen umzusehen. Genug gejammert. Gehen wir. Na, na, Major. Wie du meinst. Das war das, was Petrov mir zugeschmissen hat. Die Ringe. Aber warum hat er das jetzt schon auf nichts davon erzählt? Was soll es sein, Major? Ich weiß jetzt gerade immer noch nicht, wie ich diese blöden... Ups, scheiße, falsche Knopf. Ach, mit C kann ich die durchschalten. Ich habe so viele kleine, die wollte ich eben benutzen. Jetzt habe ich jetzt einen großen benutzt. Zumindest ist das Arschkrampengesicht jetzt erledigt. Alter! Das ist das erste Schloss mit allen Ringen. Ich werde immer besser in solchen Spielen. Ach nee, warum war ich doch schon mal? Hat es dir gefallen? Danke. Beehre uns bald wieder. Komm bald wieder. Wir erwarten schon bald tolle neue Roboter für deine Unterhaltung. Die nächste Aufführung wird noch interessanter. In einem Jahr ist die Fortsetzung geplant. Dir hat es offenbar so gut gefallen, dass du nicht gehen willst. Wenn du eine Karte kaufen möchtest, geh bitte zum Schalter am anderen Ende des Foyers. Und vergiss den Imbiss nicht. Geh bitte weiter zum Imbiss. Hast du irgendwas in der Garderobe vergessen? Geh bitte weiter zur Toilette. Alter. Verschwinde! Letzte Nachricht von Petrov noch. Major Petrai, ich erwarte dich im Pavlov-Komplex. Für deine Ankunft ist schon alles bereit. Ich komme so schnell ich kann. Ich würde dir empfehlen, mit dem Auto zum Forschungskomplex zu fahren. Es gab eine Zunahme von Keimaktivitäten an der Oberfläche. Da ist alles von Mutanten überrannt. Aha, Mutanten.
Alles klar. Ist das alles? Nur noch eine Frage. Nein, Filatova war nicht da. Verstehe. Du hast an Petrovs Leiche keine Goldringe gefunden, oder? Zwei Ringe, in denen innen Beta 1 und Beta 2 eingraviert war? Nein, er hatte nichts bei sich. P3 Ende. Ach, Moment, den Fahrstuhl kenne ich ja. Sie erhöhen ihre Sensorenreichweite. Du hast ihre Sensoren ausgelöst, Major. Wie läuft's? Immer noch gesund und munter. Was? Du hast diesen Mistkerl Petrov endlich erledigt. Dir entgeht aber auch nichts, was? Ja, hab ihn erwischt. Also, eigentlich hat er sich selbst erwischt. Keine Sorge. Wenn du seinen Kopf hast, ist bald alles vorbei. Dann kannst du dich ausschlafen. Das höre ich gern, Omasina. Dann komme ich mal auf eine Tasse Tee vorbei, ja? Komm jederzeit gerne vorbei. Wir müssen uns beeilen. Vielleicht können wir noch ein paar retten, sobald die Störung behoben ist. Der Deutsche hat recht. Wir können nicht die ganze Strecke zum Pavlov-Komplex zu Fuß zurücklegen. In der Höhle hier. Ich werde, glaube ich, gleich eine Nagelkarre für den Rückweg brauchen. Oh, ich muss zu diesem großen Dingsgebäude. Ah, fuck. Ja, ich bin auf der richtigen Spur. Nicht, dass die Spur besonders toll wäre. Da ist eine neue Karre. Das wollen wir schon mal gar nicht. Mal sehen, was du drauf hast. Wo ist dein scheiß Knopf? Das ist eigentlich die Lösung. Wenn ich Roboter mit der Maschine, mit der Dings hier erledige, dann kommen die auch nicht mehr wieder. Okay, da ist ja Kameradingens. Wo ist denn? Ja, da. Vor allem auf dem Pilz steht schon eine 2. Ach, da ist ein Roboter vor mir! Na, wie gefällt dir das, Schraubenkopf?
Verzeihung, Genosse. Kannst du mir bitte sagen, was mich umgebracht hat? Wahrscheinlich ein Roboter. Das ist ja wohl offensichtlich. Ich brauche mehr Details. Was für einer? Wo hat er mich getroffen? Wie schnell ist der Tod eingetreten? Das kommt in meinen Bericht. Ich glaube nicht, dass sich jetzt noch jemand für deinen Bericht interessiert. Red doch keinen Unsinn, Bürger. Ob Regen oder Sonnenschein, der Papierkram, der muss sein. Ich bin der Vorsitzende und dulde keine Schlampereien in meinem Sektor. Findest du nicht, dass es dafür etwas zu spät ist? Das war ein völlig unnötiges Gespräch. Oh Gott. Okay, gehen wir mal in die Lieferanlage rein. Einige Waffen hauen die Kartuschen echt schnell durch. Komm zu Papa. Die müssen direkt beim Rausfliegen rausgeschmissen worden sein. So, Testgelände 10 hatte ich, glaube ich, ja auch erledigt gehabt. Oder? Nein, fuck, habe ich nicht. Das heißt, 2, 10, 11 und das, was auf der anderen Seite des Flusses ist, muss ich auch noch erledigen. Ich meine, ich mache die eigentlich nur noch für ein paar Upgrades und hauptsächlich, weil ich einfach wissen will, was sie sich da haben einfallen lassen für die Dinger. Ich meine, viele von diesen Sachen sind einfach super einfach zu erledigen. Das ist, wenn man einmal an der richtigen Stelle durchgeblickt hat, dann sind die Rätsel alle ziemlich einfach in dem Game.